Wir bleiben im Xisertal und schauen jetzt in den Regiohof zu den immer noch üppig wachsenden Erdbeeren. Denn hier geht es jetzt auch um Gesundes. Ihr seid hier im Regiohof im Xisertal auf 1400 Meter. Seit fast 20 Jahren machen wir hier einen Anbau von Erdbeeren. Und im Jahre 2002 habe ich den Regiohof gegründet mit der Vision, Früchte wieder so zu verarbeiten, wie es unsere Mütter gemacht haben, den richtig guten Geschmack zu finden, handwerklich zubereitet, alles Handarbeit und einfach die Dinge so machen, wie es früher war. Es sind regionale Produkte von hier oben, es sind regionale Produkte von Bauern aus der Gegend, die hier im Regiohof verarbeitet werden. Das Geschäft läuft gut, das Interesse ist groß. Wir sind natürlich äußerst limitiert, können keine großen Stückzahlen machen, aber das, was wir machen, versuchen wir richtig gut zu machen und den Geschmack der Vergangenheit wieder ins Glas zu bringen, so wie es einfach früher mal war. Man will wieder das Originale, man will die Produkte vom Handwerker haben. Man will wissen, wer es gemacht hat, wie man es gemacht hat und das alles aus der unmittelbaren Umgebung. Das wird von den Leuten sehr geschätzt, was für uns natürlich eine schöne Sache ist. Mhm. Also wir hier am Hof selber bauen vor allem Erdbeeren an, die Bergerdbeere, Himbeeren, Ribisel und dann kaufen wir noch von anderen Bauern aus der Umgebung Aprikosen zum Beispiel dazu, aber wir verarbeiten auch eine schöne Menge von Preiselbeeren, Heidelbeeren, das ist Wildwuchs, kommt aus den Almen des Xisertals, aus den Almen des Vilgrattentals. Das liegt auf der anderen Seite der Berge und schon früher waren diese beiden Täler berühmt für ihre kleinen Früchte, für die Beeren. Das verarbeiten wir zu Marmeladen. Muss man heute als Konfitüren bezeichnen. Wir verarbeiten das mit einem Fruchtanteil von 70%, verwenden ausschließlich biologischen Rohrzucker, etwas Apfelpektin. Und das alles zusammen in der handwerklichen Verarbeitung macht diesen unvergleichlichen Geschmack des Regiohofs.